man muss sich zwischendurch ausruhen. Es geht nicht alles mehr so, dass man, was man will, sondern nur noch, was man kann. Und da kann man viel. Und diese Gelbsucht und dass der Stuhl fast weiß war und der Urin bierbraun. Das waren die Symptome der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der Tumor bei Frau Thiele ist im Bauchspeicheldrüsenkopf lokalisiert. Das ist der rechte Teil der Bauchspeicheldrüse und der ist deswegen entscheidend, weil durch diesen Teil sowohl der Gallengang als auch der Bauchspeicheldrüsengang durchziehen. Und wenn dort ein Tumor ist im Bauchspeicheldrüsenkopf, dann kann es dazu kommen, dass es zu einem Galleaufstau kommt. Und das war genau auch bei Frau Thiele. Sie wurde gelb, sie hatte eine gelbe Haut, eine Gelbsucht und auch gelbe Augen. Und dadurch kam überhaupt erst das Ganze ins Rollen. Die Frage war dann, nachdem sich die Chirurgen unterhalten haben, ist er operabel oder nicht? Und er war operabel. Die einzige Heilungschance besteht wirklich in der kompletten Entfernung des Tumors, der nicht gestreut haben darf, und einer anschließenden Chemotherapie, die die Heilungschancen noch deutlich verbessert. Bei einer Wippelschen Operation muss man den gesamten Bauchspeicheldrüsenkopf und den Zwölffingerdarm entfernen, weil hier zahlreiche kleine Lymphknoten liegen, die man alle mit entfernen muss, die befallen sein könnten. Auch die Gallenwege werden entfernt. Und das Organ wird hier durchtrennt, die Bauchspeicheldrüse. Nach der Operation muss man nun wieder dafür sorgen, dass die Organe wieder richtig funktionieren. Der Rest der Bauchspeicheldrüse wird dann hier auf den Dünndarm angenäht. Der Gallengangsrest wird auch an den Dünndarm angenäht und so können Gallesaft und Bauchspeicheldrüsensaft hier wieder runterfließen. Dann kommt der Magen und die Nahrung aus dem Magen und ab diesem Punkt kann die Verdauung wieder ganz normal stattfinden. Schritt für Schritt wieder auf Normalkost zurück. Das war dann innerhalb dieser Genesung auf Station. Und dann eben auch einmal noch, dass man sich, wurde eine Aufklärung über so Selbsthilfegruppen, dass man weiß, man ist nicht allein mit seinem Schicksal, mit dem Krebs. Und da hat es eben den ADP, diesen Arbeitskreis der Bauchspeicheldrüsenerkrankten. Das hat mir sehr geholfen. Ich kann es nur so weitergehen. Man darf nicht aufgeben, denn irgendwo ist immer eine Lücke, dass man auch noch fröhlich und unternehmungslustig sein kann.